Hallo, ihr Lieben. Ich gehe mit euch jetzt in eine kleine Abfolge von super simplen Übungen zur Auflockerung zwischendurch. Ihr braucht keine Yogamatte, könnt einfach so stehen. Und bevor wir in die Übungsreihe gehen, kleinen Moment, die Hände auf das Herz legen und spüren. Von Kopf bis Fuß bin ich ganz gegenwärtig. Ich fühle meine Füße, meine Beine, meinen Rumpf, Arme und Schädel. Und während du deinen Körper spürst, gehe bitte in ein inneres Lächeln, sodass dein Körper versteht, dass du ihm wohlgesonnen bist, dass du ihn liebst. Und hülle so deinen Körper und dich selbst ein in ein Feld von freundlicher Zuneigung. Und in diesem Feld von freundlicher Zuneigung bewegst du dich dann innerlich und vielleicht auch im Äußeren lächelnd, etwas tiefer atmen. Öffnen die Augen und schütteln nochmal Arme und Beine aus, schlenkern dann auch die Arme um den Körper herum, ganz lose, locker. Schau bitte nach vorne, nicht den Kopf mitdrehen, nach vorne schauen, locker, 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 locker. Und lassen das Ganze schon wieder ausschwingen, und wenn du stehst, spüre mit geöffneten oder geschlossenen Augen, das Pulsieren ist da, verstärken den Atem noch etwas mehr, schwingen die Arme vor und rückwärts für das Mahamudra, ausatmen, die Hände hinten fassen, alle Luft raus, aus, 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 leg den Oberkörper auf den Beinen auch ganz bequem und mit Schwung und tief ein hinauf. Und aus. Mit Schwung und tief ein, hinauf. Aus. Tief ein, hinauf. Federe ruhig in den Knien, alle Luft raus. Mit Schwung hinauf, letztes Mal. Aus, die Arme locker fallen lassen. Kleinen Moment dastehen. Augen zu spüren, so fühlt es sich an. Wir leben den Atemraum noch etwas mehr. In der Seitneige, Augen auf, die Füße ganz dicht nebeneinander und heben tief ein, den rechten Arm hinauf. Ich mache spiegelverkehrt mit rechts hinauf. Aus, zur Seite neigen. Tief ein, hinauf. Und aus, zur Seite neigen. Kein bisschen wegdrehen, Brustbein nach vorne. Tief ein, hinauf. Und aus, zur Seite neigen, tief ein, die Arme wechseln, aus, zur Seite neigen, ein, hinauf, nicht nur hoch halten, sondern hoch strecken, aus, zur Seite neigen, ein, hinauf, aus, zur Seite neigen, beide Arme tief ein, hinauf,
Aus nach links, Hände zeigen zueinander, als würde man einen Ball festhalten, ein hinauf. Aus nach rechts und so weiter. Und während du dich so hin und her bewegst, siehst Beckenboden angespannt, Beine stabil, spüre bitte die Wirbelsäule, wie sie sich hin und her bewegt und habe sie gleichzeitig beweglich und stabil im Sinn, wie ein Bambus, dass du ganz bereit ist, mit dem Wind mitzugehen, aber nicht bricht, kraftvoll ist, sich selbst bewusst. Noch einmal nach rechts, tief ein, noch höher strecken, noch tiefer einatmen, noch tiefer einatmen, aus die Arme locker fallen lassen. Schüttle bitte nochmal aus, Füße stelle schon mal breiter als hüftbreit. Kleinen Moment Augen zu. Womöglich ergibt sich von alleine ein etwas tieferes Durchatmen. Für eine ganz simple Dreieckspose Augen auf, die Beine stabilisieren. Dafür stellst du dir vor, du wolltest die Beine annähern, Gesäß, Beckenboden spannt an, kein bisschen ins Hohlkreuz kippen, stabil in den Beinen. Ich mache wieder spiegelverkehrt mit, tief ein, den rechten Armchen aufheben. Aus zur Seite neigen, bleiben hier. Nicht immer noch weiter, noch weiter, noch weiter gehen, sondern du suchst die Diagonale, die Verlängerung vom rechten Bein. Möglicherweise stehst du weiter, naja, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und du dehnst und streckst dich in diese Diagonale. Der rechte Fuß schiebt in den Boden, rechte Hand strebt hinauf, Po fest, Bauchnabel rein, über sich hinaus wachsen. Noch ein Millimeterchen rausholen, noch ein bisschen mehr Länge holen, aus der Hüfte, aus der Taille, aus den Rippen, aus der Schulter, aus dem Ellbogengelenk, Unterarm, Finger, noch ein bisschen länger strecken. Gleichzeitig fest verbunden bleiben mit der Erde und in den Himmelsraum hinauf sehnen und strecken, sich Raum schaffen. Mit einem Einatmen wieder zur Mitte und aus, locker lassen. Rechts, links vergleichen, spüre, was der Körper damit anfängt. Andere Seite, Augen auf, Beine stabil. Jetzt wolltest du die Beine annähern, Po fest, Beckenboden fest, linker Arm tief ein, hinauf. Aus etwas zur Seite neigen und hier bleiben, in die Verlängerung der rechten Seite strecken, dreh kein bisschen weg, dann ist der Zauber verloren. Versuche die Position zu finden, in der du am deutlichsten die Dehnung über die Flanke wahrnehmen kannst. Es geht nicht darum, immer noch weiter zur Seite zu neigen in dem Fall, sondern eine maximale Dehnung zu finden, vom linken Fuß bis zur linken Hand. Noch ein Millimeterchen rausholen, noch ein Millimeterchen rausholen. Wenn nötig, aus über den Mund atmen. Mit einem tiefen Einatmen wieder senkrecht hinauf und aus die Arme locker fallen lassen, schreiten oder hopsen wieder zurück. Kleinen Moment, Augen zu, mal eben fühlen, Knie ein bisschen weich, registrieren so oder so, fühlt es sich an. Yeah.
für eine kleine Drehung. Augen auf oder auch große Drehung. Rechten Fuß vor dem linken, wie ein Tip-Top-Schritt, aber der hintere Fuß bleibt der Standbein, nicht nach vorne kommen. Von hier aus drehen wir dann die Arme auf Schulterhöhe, mit dem nächsten Einatmen geradezu schweben lassen. Und ausatmen, ziehen die Finger in den Horizont, also Schultern runter und drehen dann tief ein nach rechts. Drehen, 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 Kopf geht mit in die Drehung. Und aus, langsam wieder zur Mitte, nochmal. Tief ein, drehen, 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 drehen. Und aus, alles wieder zur Mitte nochmal. Tief ein, drehen, 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 drehen. Und aus, alles zur Mitte nochmal. Tief ein. Aus, Arme locker und ausschütteln. Kleinen Moment, Augen zu. Achtsam wahrnehmen. So fühlt es sich jetzt an. Für die andere Seite Augen auf, links vor rechts. Hintere Fuß ist das Standbein, öffnen tief ein die Arme, heben die Arme, ausziehen die Finger in den Horizont. Linker Arm führt die Bewegung an, tief ein nach links drehen, Augen auf. Und aus, alles wieder zur Mitte nochmal. Tief ein, drehen, 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 drehen. Und aus, alles wieder zur Mitte nochmal. Tief ein, drehen, 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 drehen. Und aus, wieder zur Mitte, nochmal tief ein, aus, locker lassen, schütteln, nochmal aus, kleinen Moment, Augen zu, spüre bitte das Vibrieren, Pulsieren im Körper wahrnehmen. Annehmen als die Lebenskraft in dir, die so wunderbar heilsam wirkt, dass wir sie als Selbstheilungskräfte kennen und benennen. Und öffnen dann die Augen wieder, gehen in Pavanamukta im Stehen. Als letzte Übung einen Punkt suchen, an dem du dich mit den Blicken festhalten kannst. Oder ich gehe doch lieber in diese Richtung. Das ist wahrscheinlich vom Klang besser. Auf einen Punkt schauen, nicht umhergucken. Und heben tief ein, das rechte Bein hinauf. Festhalten und aus Höhe heben, wenn das geht. Nochmal tief ein. Schräg nach vorne das Bein fallen lassen, aber nicht aufstoßen. Nochmal. Tief ein, rechts heben, fassen. Aus, höher heben. Nochmal, tief ein. Und aus, fallen lassen. Nochmal. Tief ein, rechts heben. Und aus, Höhe heben, nochmal tief ein und fallen lassen, Augen zu, stehen einen Moment locker da. Rechts, links vergleichen, andere Seite, Augen auf. Linkes Knie tief einheben, aus, Höhe heben, nochmal tief ein und aus, fallen lassen, nochmal. Ein, links heben, aus, Höhe heben.
tief ein und fallen lassen. Noch einmal. Tief einheben, ausführen, noch einmal tief ein und ausfallen lassen. Schüttel bitte nochmal aus. Kleiner Moment, Füße parallel, Knie geben nach. Registriere bitte nochmal mit geschlossenen Augen, wie sich der Körper fühlt. Geh dann bitte in das innere Bild, aus dem Raum Energie aufzunehmen und dazu nehmen wir folgende Armbewegung, Augen auf, über die Seiten, tief ein, die Arme heben, Energie schöpfen und aus Hände wieder vor das Herz. Tief ein, Arme auf und aus, Hände wieder vor das Herz führen. Nochmal, tief ein, hinauf und aus, wenn du nun die Hände vor dem Herzen hältst, bleibe bitte hier mit geschlossenen Augen stehen. Spüre deine Sammlung, deine Ruhe, deinen Körper, belebt und ruhig zugleich. Ein genussvoller Augenblick, den du auskosten magst. Ich stehe da, belebt und ruhig. Genieße den Augenblick. Allen das Gute, das du gewinnen konntest, bleib. Und kann mit hineingenommen werden in die nach außen gerichtete Wahrnehmung. Atme bitte noch einmal durch. Hier verabschieden wir uns dann voneinander. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen wohler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.